Abgeordnete direkt, der Politik-Podcast der CDU-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt. Ich bin Elke Simon Kuch, bin 51 Jahre, verheiratet und Mutter eines erwachsenen Sohnes. Bin seit 32 Jahren Unternehmerin und seit einem Jahr Abgeordnete im Landtag von Sachsen-Anhalt für Weißenfels, Lützen und Teuchern. Und freue mich, dass ich meine Region in Magdeburg tatkräftig vertreten darf. Heute sind wir für den Podcast bei dir in Weißenfels. Das ist deine Geburtsstadt. Du lebst mit deiner Familie in Weißenfels und hier bist du auch ehrenamtlich aktiv. Insgesamt 25 verschiedene Ehrenämter begleitest du, unter anderem als Vizepräsidentin der IHK Halle oder als Mitglied des Turmfalkenvereins. Welches Ehrenamt liegt dir ganz besonders am Herzen? Also jedes Ehrenamt hat seine speziellen Besonderheiten und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass eins jetzt besonders heraussticht. Ich glaube, diese verschiedenen Ehrenämter, die ich begleiten darf, sind deshalb jedes auf seine eigene Weise besonders schön, weil du in jedem Verein mit dem tollen Team zusammenarbeitest. Du kannst eben in dem Bereich was bewegen. Natürlich, das sage ich auch ganz offen, liegt mir schon das Thema Wirtschaft und Unternehmertum im Land Sachsen-Anhalt sehr am Herzen, sodass die Vizepräsidentschaft in der IHK schon eine besondere Rolle hat. Und seit kurzem haben wir hier unseren MIT wieder belebt und wollen schauen, dass wir die mittelständischen Unternehmen hier in der Region unterstützen. Gerade in der momentanen Situation ist das auch wirklich sehr wichtig. Für die CDU-Landtagsfraktion bist du Mitglied der Arbeitsgruppe Infrastruktur und Digitales. Hier bist du unter anderem Sprecherin für den Strukturwandel. Welche Funktionen, welche Themen sind dir da als Abgeordnete am wichtigsten und warum? Eine der wichtigsten Sprechertätigkeiten für mich im Landtag ist tatsächlich das Thema Strukturwandel, weil es letztlich alle Themen, die ich in meinen Ausschüssen bzw. Arbeitsgruppen auch bearbeiten darf, vereint und vor allem, weil es die Menschen hier im Süden extrem bewegt. Wir werden in den nächsten Jahren durch die geplanten Veränderungen extreme Herausforderungen haben, das steht fest und ich möchte wirklich tatkräftig mithelfen, dass wir als Region nach dieser Transformation gestärkter sind. Und ich habe immer so ein bisschen die Vision für Sachsen-Anhalt und natürlich auch für meinen Wahlkreis, dass wir das Ländle des Ostens wären. Und ich würde mich freuen, wenn wir als Burgenlandkreis vielleicht der erste klimaneutrale Industrielandkreis Ostdeutschlands werden. Du bist außerdem Mitglied in der Arbeitsgruppe Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt. Welches Thema beschäftigt dich hier am stärksten in deiner Arbeit, vielleicht auch konkret an einem Beispiel? Ja, also Klimaschutz, Umwelt, Energie, das sind ja genau die Themen, die uns auch im Strukturwandel begleiten und natürlich auch die Herausforderungen sind. Und das zusammenzubringen und Ökonomie und Ökologie in Balance zu bringen und das gleichzeitig auch als wirklichen Transformationsschub zu entwickeln für die Region, das ist das, was mir wirklich besonders am Herzen liegt. Und der Besuch, den wir heute hatten, ich habe das Wasserkraftwerk in Weißenfels besucht. Aus meiner Sicht eine ideale Lösung, Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen und vor allen Dingen damit auch eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen. Immerhin wären 5000 Haushalte durch dieses Wasserkraftwerk versorgt. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt nicht durch ideologisch geprägte Entscheidungen, gerade im Hinblick auf das Thema EEG, Wasserkraftmöglichkeiten, die wir im Land haben, ganz viele, nicht mehr nutzen können, mal von den wirtschaftlichen Schäden, die wir in den Unternehmen anrichten, ganz zu schweigen. Das sind am Ende alles Unternehmerinnen und Unternehmer, die investiert haben und darauf ihre Zukunft drauf aufgebaut haben. Und ich glaube, das kann man einfach nicht stehen lassen, dass man das jetzt durch die Abschaffung der entsprechenden Zulagen und Zulassungen mit der Grenze von 200 kW abschafft. Das geht nicht. Und das betrifft hier bei mir in meiner Region einige Unternehmen. Und ich denke, da muss man einfach noch mal ran. Du bist seit dem Jahr 2021 im Landtag. Das ist gut ein Jahr her. Wenn du zurückblickst, was ist das wichtigste Projekt oder Thema, das du in dieser Zeit als Landtagsabgeordnete umgesetzt hast? Es gibt ganz viele Themen, die mir für meinen Wahlkreis besonders am Herzen liegen. Ein Thema ist unser Schloss und das Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung. Da habe ich schon angefangen, dafür zu kämpfen, bevor ich Abgeordnete war und bin sehr dankbar, dass wir das jetzt hinbekommen haben, dass das ALF in Weißenfels bleibt, dass es ins Schloss kommt. Ich bin darüber wirklich sehr dankbar.
Und nächster Punkt ist jetzt wieder ein Stück weit in die Zukunft gewandt. Ich habe ja gesagt, das Thema Strukturwandel wird uns sehr begleiten. Wir brauchen gut bezahlte Arbeitsplätze hier im Burgenlandkreis und wir haben in meinem Wahlkreis das interkommunale Gewerbegebiet. Das war eine der ersten Aktionen, die ich angegangen bin, nachdem ich gewählt wurde, dieses Projekt in Gang zu bringen. Das ist jetzt auf einem guten Weg. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir dann den ersten Spatenstich machen können. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, der vor allen Dingen auch für die perspektivische Entwicklung des Südens hier in Sachsen-Anhalt sehr wichtig ist. In 4 Jahren endet diese Wahlperiode. Was ist dein Ziel, was du bis dahin erreicht haben willst? Der Strukturwandel ist und bleibt die größte Herausforderung, sowohl für uns hier in der Region als auch für mich natürlich als Abgeordnete in Magdeburg. Und ich nutze wirklich jede Gelegenheit, um die Belange meiner Region ganz klar zu artikulieren und auch dafür einzutreten, dass zum Beispiel bei der Erarbeitung des Landesentwicklungsplans, das wir ja jetzt vor uns haben, Dinge so berücksichtigt werden, dass der ländliche Raum nicht benachteiligt wird, dass wir die Möglichkeit haben, uns auch noch weiter zu entwickeln, dass die Vorrangflächen, die wir jetzt haben, nicht abgeschafft werden, auch wenn sie jetzt vielleicht noch nicht genutzt werden, weil das sind halt Prozesse, die dauern länger. Und da passen diese beiden Ausschüsse wirklich ideal zusammen, weil wir haben das Thema Energie. Dazu braucht man natürlich auch den Netzausbau, das sind wieder infrastrukturelle Dinge. Natürlich auch das Thema Digitalisierung. Ich denke, da sind wir jetzt schon auf einem guten Weg, aber noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Und all das verbindet sich am Ende dazu, dass der Strukturwandel gelingen muss. Und das geht aus meiner Sicht nur gemeinsam. Da wünsche ich mir auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit allen beteiligten Partnern. Das funktioniert mittlerweile auch gut, da bin ich sehr dankbar dafür. Und natürlich, wenn wir als Land das auch so angehen, dass wir das als Chance für uns nutzen und das auch wirklich so entwickeln, dass wir alle auch stolz sein können auf unsere Heimat und was wir alles schon geschafft haben. Abschlussfrage, trotz Sommerpause im parlamentarischen Betrieb bist du und viele deiner Kollegen jetzt auf Termin im Land oder auch im Wahlkreis unterwegs. Wenn du dich aber dann vom politischen Geschäft erholst, wie und mit wem erholst du dich? Ich schalte am besten ab, wenn ich mit meiner Familie, besonders mit meinem Mann zusammen bin und wir über Bücher diskutieren oder mit unserem Hund spazieren gehen oder im Garten irgendwie werkeln. Also das sind so Sachen, wo ich wirklich richtig gut abschalten kann. Und ein Hobby von mir ist das Malen. Auch das hilft mir, mal in eine andere Welt einzutauchen und die Gedanken frei zu kriegen und dann auch wieder neue Inspirationen mitzunehmen. Das war Elke Simon Kuch, Sprecherin für Strukturwandel und Landtagsabgeordnete der CDU für den Wahlkreis 39 Weißenfels, Lützen und Teuchern. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank. Abgeordnete direkt, der Politik-Podcast der CDU-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt.